Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich bin hier noch Samstag in der Aufnahme, Samstagabend 21 Uhr aktuell, weil ich jetzt in der Woche relativ viel zu tun habe. Ich wollte das Bild von meiner Schwester noch fertig painten, soweit bis Weihnachten muss es noch versiegeln und alles und ja. Das ist noch verdammt viel Arbeit, deswegen jetzt schon mal vorbereiten mit den Aufnahmen. Ich hab total Bock auf Minecraft, deswegen will ich das auch nicht schleifen lassen, ne? Das ist klar. Wie gesagt, Minecraft macht mir mega Fun gerade. Und deswegen will ich das auch beibehalten. Ich mache hier zwei. Hier sind drei. 1, 2, 3. Dann machen wir wieder 3 Abstand. 1, 2, 3. Dann kommt da die Fackeln. Perfekt. Dann machen wir hier das weg. Zack. Dann machen wir noch die hier. Wieder eine Fackel hin, zack, zack. Perfekt, Leute. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Wenn man sich das mal so anguckt. Jetzt hier in diesen noch Glowstone rein. Das sieht mit Sicherheit richtig, richtig geil aus. Würde natürlich auch hell sein, ohne Fackeln dann. Von daher schauen wir, dass wir natürlich so schnell wie möglich auf Behutsamkeit bekommen. Und Glowstone abbauen. Weil ich glaube, Glowstone ist dazu mega geil. 1, 2, 3, da kommt die nächste Fackel hin. Dann bauen wir das hier ab. Und dann die Fackel hin, zack. Die nächste Reihe dran, damit wir das natürlich auch so ordentlich wie möglich haben hier. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Also mir sagt das auf jeden Fall zu. 1, 2, 3, dann kommt da wieder ein Fackel, ne? 1, 2, 3, ja. Zack. Und da. Jetzt machen wir hier noch einmal fertig. Hallo, wie kommst du denn jetzt hier rein? Hoch mit dir. Hoch. Komm, hoch mit dir. Hoch. Hoch. Oben. Hoch. Nicht. Wie kommt der Kerl jetzt hier runter? Ist eine Mähe hier unten oder was?
Vor allem, wie ist der den Gang hier lang gekommen? Alter Schwede, hier war vorhin keiner. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt da nach unten kommt. Hat der Pech gehabt, ganz ehrlich, Leute. Hat der ganz einfach Pech gehabt. Ja. Ja, Pech, egal. Egal. Kenne ich nichts für. Wir brauchen noch mehr Andesit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommt da wieder eine Fackel. 1, 2, 3. Dann kommt da wieder eine Fackel hin. Ja, schön. Das sieht gut aus. Sehr schön. Zack. 1, 2, 3, dann kommt da eine Fackel hin. Haben wir noch 4-mal Andesit polierten, ist nicht viel. Die Spitzhacke sowieso brauchen. So, ja, wir brauchen noch mehr Andesit, weil ich möchte das bis oben hin fertig haben. Ganz klar. Soll ja auch gut aussehen, Leute. Ne? Von daher müssen wir gucken, dass wir nochmal Andesit bekommen. Wir bräuchten nochmal Stickies. Das ist die Andesit. Das ist Diorit. Ja, das ist Andesit. Das Bruchstein, das ist Andesit. Davon brauchen wir jetzt noch eine ganze Menge, Leute. Bestimmt noch 3 Stacks. Mal gucken, ob er Andesit hat. Nee, hat er nicht. Zack.
Zack. Zack. So. So, Nummer 60 polierten Andesit. Der sollte zumindest für die eine Seite noch bis oben reichen. Spitzhacken haben wir noch da, von daher passt das. So, machen wir das erstmal so weit. Dann kommt hier noch Andesit rein, klar. Da nicht. Dann kommt 1, 2, 3. Dann kommt hier eine Fackel noch hin. Dann haben wir das soweit durch. Dann machen wir da noch Stufen hin. Haben wir gerade noch Stufen da? Nein, haben wir nicht. Gut, aber dann hätten die Seite zumindest soweit erstmal schon mal fertig. 1, 2, 3 machen wir hier noch. Dann machen wir die andere Seite noch. Da brauchen wir keine Fackeln machen. Hey, ist das eine Arbeit, Leute? Aber es lohnt sich mit Sicherheit. Ganz ehrlich, Leute. Es lohnt sich mit Sicherheit. Zack. So. Wie gesagt, ich habe die nächsten Tage leider einiges zu tun, wegen Painten auch, weil bis Weihnachten ist nicht mehr lange. Wenn ich jetzt einmal dran bin mit aufnehmen, dann möchte ich das auch nutzen. Klar sind es jetzt einige Folgen, die ich jetzt im Voraus aufgenommen habe, aber wie gesagt, mir geht das mit meiner Schwester vor. Weil Weihnachten ist ein Fest der Liebe und ich möchte ihr das wirklich schenken, weil ich denke, sie freut sich darüber. Ich bin mir relativ sicher sogar. So, das war's wieder mit Andesit. Ja. Gut. Dann holen wir uns 9 Andesit. Haben zum Glück noch eine ganze Menge hier. Was wir nutzen können an Andesit. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht sogar mit dem Diorit arbeiten. Ich
bin am Überlegen, ob wir vielleicht sogar mit dem Diorit arbeiten sollten. Ob das nicht vielleicht sogar besser aussieht. Ich glaube sogar ja. Ich glaube, das machen wir sogar. Polierter Diorit. Beziehungsweise polierte Dioritstufe. Das wäre eine. Ich meine, sonst haben wir keine Möglichkeit, Diorit zu nutzen, so wirklich. Von der wäre das eigentlich eine relativ coole Sache, wo wir das hier unten nutzen könnten in der Mine. Das ist nämlich eine Überlegung wert. Dann wäre das nämlich mal was anderes als ein Bruchstein. Das würde sich abheben. Also wirklich abheben, ne? Hier abheben. Ab in die Luft. Nee, ihr wisst, was ich meine, ne? Das wäre vielleicht ganz nice. Ja. Den Server, glaube ich, mal neu starten. Ja, so nicht, sondern so. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut, Leute. Ich nehme mich zumindest mal was anderes. Ist zumindest mal was anderes hier, Leute. Granit, Andesit, haben wir noch Diorit. Diorit haben wir noch, sehr schön. Da können wir auf jeden Fall nochmal Stufen machen. Wie findet ihr die Lösung? Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Hier ist Kies. So können wir nämlich relativ viel Diorit nutzen. Jetzt ist die Frage, das will ich mal ausprobieren, Leute. Können wir hier eine Dioritstufe, wenn wir hier eine dran ballern, können wir da auch eine Fackel dran ballern? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Was ist, wenn wir die oben dran ballern? Nee, was ist, wenn wir zwei machen? Dann geht's wieder. Okay. Aber eine halbe können wir kein Dings dran machen. Okay. Aber ich finde, das sieht relativ geil aus. Das gefällt mir. Wenn wir da noch Granit nutzen, ich weiß nicht. Ist zumindest eine Überlegung wert, Leute. Ne? Ist jetzt nur eine Überlegung, dass man das so macht. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Könnt ihr mal sagen? Man kommt hier runter, hat hier direkt
schönen Dioritboden. Ich denke, das sieht dann nicht schlecht aus, ne? Hier haben wir noch was zu essen. Wobei, bis auf das eine ist noch nichts gewachsen. Ist es zu dunkel hier oder was? Ich kann mehr Fackeln hier hin platzieren, ist kein Problem. Kein Problem. Zack. Sehr schön. Zack. Zack, zack, zack. Perfekt, dann ist das ja auch ausgetauscht. Tauschen wir noch das hier aus. Dann machen wir das hier nochmal eben weg, dann tauschen wir das unterm Bett noch aus. Da auch noch. Dann haben wir das nämlich auch direkt erledigt. So, sehr schön. Da haben wir relativ große Räumlichkeit. Das ist groß. Es reicht auf jeden Fall, sage ich mal so. Es sieht nach oben relativ schön aus. Hier könnte man vielleicht noch Fichtenholztreppe nehmen oder sowas. Das sieht vielleicht auch geil aus. Fichtenholztreppe. Könnte man sich überlegen. Könnte man sich überlegen. Oder was habt ihr noch für die? Sandstein? Sandstein sieht bestimmt auch geil aus. Alter Schwede, so viele Ideen mittlerweile wieder. Es könnte gut aussehen, ja. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Andesit. Sonst kriegen wir die nach oben nicht fertig. Der Kollege macht Mine und hat kein Andesit. Naja, ich glaube das mal. Ich glaube das mal. So. Das war's. Noch eine Steinspitzhacke, ja. Sehr schick. Sehr schick, Leute. Das heißt Diorit, auch gebrochen. Das Bruchstein. Ja,
Müssen natürlich jetzt einiges abbauen hier. Jetzt ist nur die Frage, wo wir noch Andesit haben. Stiorit. Hier ist Andesit. Glaube ich. Andesit. Das ist Granit wahrscheinlich. Aber das hier ist Andesit. Ja. Das ist Andesit. Tja, so läuft das hier, ne? Jetzt baller ich hier alles raus, nur weil ich Andesit haben will. Ich weiß nicht, warum die anderen nicht wachsen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee dazu. So. Komm, gib hier das Ding. Eine Fackel hinter, dann passt das. Ja. Bürgermeister Hauke kommt auch nicht gucken, obwohl er nachher gucken wollte. Aber egal. Ich wollte ihm eigentlich was zeigen, aber na gut, dann nicht. Dann nicht. Naja. Was soll man von sowas halten dann? Naja, 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 Leute. So. Zack. So, dann machen wir das bis hierhin noch fertig. Dann machen wir das hier noch fertig. Sehr schön. Dann machen wir hier oben auch noch wahrscheinlich Holzstufen hin. Hier oben kommen auch noch Dioritstufen rein. Wir machen den Zugang natürlich auch noch besser. Naja, noch eine Spitzhacke.
Komm. Hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Hoch, komm. Ab mit dir. Ab. Hoch. 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 Hoch, hoch, hoch. Hoch. Komm. Vogel. Hey, komm. Genau. Sehr schön. Ja, lauf, 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 lauf. Schnell zumachen. Kriegen wir den vielleicht noch raus. Ja, perfekt, Leute. So. Na gut, irgendwas trinken. Komm hoch mit dir. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier noch machen soll, Leute. Deswegen gehe ich jetzt hin und will hier ein Dach draufsetzen, Leute. Haben wir eine Axt? Axt haben wir da. Da fällen wir erstmal den Baum hier. Zack, zack, zack. Zack und zack und zack. Und zack. So. Damit ist die Axt broken. Egal, wir haben einiges an Sachen bekommen. Wir werden auf jeden Fall noch eine neue Axt bauen, das ist klar. Jetzt weiß ich auch, wo der Birkenholzknopf fehlt. Hoppala. Eichenstamm. Eichenbretter. Stickies und den Rest verarbeiten wir zu Stufen. Haben wir 40 Stufen. Sollte eigentlich reichen. Ich mache mir nochmal zwei Äxte. Das nehme ich hier mal jetzt hier so bauen, dass die hier definitiv nicht mehr reinkommen. Egal wie. Zack. Zack. Der Baum nur weg. So, und der Baum auch noch weg.
Wenn wir schon mal dran sind, Leute. Genau, werde ich den Server auf jeden Fall nochmal neu starten diese Nacht. So, die Birke kommt hier noch weg. Die Birke kommt hier noch weg. Damit haben wir natürlich relativ viel Holz jetzt da. Was auf jeden Fall praktisch ist. Viel Holz ist immer praktisch. So. Setzlinge sammeln wir natürlich auf und dann wollen wir jetzt mal. Ja, am besten wäre natürlich jetzt hier, wenn wir jetzt Dings hätten. Gerüste. Aber gut. Dann machen wir das mal anders. Dann machen wir. Wie machen wir das am besten? Diorit? Nein. Haben wir Erde da? Ein Drecksfahrstuhl. Lass mich rein. Erde haben wir da. Sehr schön. Dann nehmen wir Erde. Da liegt Apfel, Setzlinge, Stickies. Können wir natürlich aufsammeln. So. Wie machen wir das aus? Wir machen hier die Treppen dran, aber überstehend, das heißt, hier müssten wir auf jeden Fall das machen, dann haben wir nämlich die Treppen hier überstehend. Dann sollte das eigentlich relativ gut aussehen, Leute. Hoffe ich zumindest. Yep. Unten. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das Doofe. Dass wir kein Gerüst haben. Machen wir ein Drecksgerüst. So, das gleiche würde ich vorschlagen, machen wir auf der anderen Seite. Das ist das hier, kommt weg. Das kommt weg. Das gleiche hier auf der Seite.
So. Zack, haben wir Stufen dran. Haben wir den ersten Teil schon mal erledigt. Haben Schaufel haben. So, erster Teil ist erledigt. Autsch. So, gut, dann machen wir den nächsten Teil in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Ich bin schon wieder 41 Minuten am Aufnehmen. Wahnsinn. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.